Guten Morgen aus Köln. Es ist 8:30 Uhr, ich hole jetzt gerade erstmal Philipp ab. Da war was. Rechts? Da oben ist es so eine Streuselschnecke. Top. Dankeschön. Bis gleich. Anruf, Qualität bewerten. 4 von 5. Ja, sehr gut, Leute. Philipp holt schon mal Frühstück und dann geht's in die Arbeit. Frühstück. So. Dankeschön. Ihr wisst ja vielleicht, unsere Rennen sind alle eher so Richtung Österreich oder Südosteuropa. Und da fährt man immer so 10, 11, 12 Stunden hin zu den Rennen. Dieses Mal machen wir das anders. Und ihr kennt ja vielleicht Dennis, der ja mit uns mitfährt. Der ist nämlich nicht nur der Bruder von Sturmwaffel, sondern der ist auch noch Pilot. Und der hat uns gesagt, Leute, wollt ihr wirklich so lange Auto fahren? Denn nach Italien, wo das nächste Rennen jetzt irgendwie das Wochenende ist, da fährt man nicht nur 10, 11 Stunden, da fährt man 14, 15 Stunden hin. Und er hat gesagt, man kann ja auch einfach fliegen. Aber erstmal haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Ihr seht schon hier, ist schon alles aufgebaut. Oder fast. Zack, zack. Wir setzen uns jetzt hier hin und dann wird geschnitten. Kurz noch ein Voiceover vom letzten Rennen aufnehmen. Schnell alles zusammenpacken. Und ein letztes Mal hier nochmal die Strecke in Misano trainieren im Simulator. Da ich insgesamt wenigstens 2-3 Stunden hier gefahren. Aber Leute, die Strecke sieht geil aus. Da müssen wir jetzt sofort hin. Philipp, du weißt, der schnellste Weg ist hier. Das Portal. Ja, wie gesagt, Leute, eine Autofahrt ist einfach viel zu lange, deswegen, war dann irgendwie so die Idee. Eigentlich ja, ist auch, und meine Schwester sieht das auch dabei. Über den Wolken lernt es sich auch viel besser für die Uni. Also Jill ist studiert, ja, und natürlich hier gerade am Lernen, im Privatjet, das ist wirklich dekadent, Jill, ja. Ja, mein Leben ist hart. Leute, wir fliegen gerade wirklich zum ersten Mal im Privatjet. Das ist nicht jetzt hier, ihr denkt wahrscheinlich, es ist irgendwie hier Team Spielkind, einfach CGI. Ne? Ja, haben uns einfach hier so ins Portal einfach so. Haben uns einfach so ein Privatjet reingemacht. Nee, ist echt. Schaut hier raus. Ja, wir sind gerade über den Alpen und hier vorne könnt ihr das Triebwerk sehen. Ja, oder eins von beiden drüben, das ist ein richtiger Privatjet. Und wieso, Leute, wer gut aufgepasst hat, weiß, wir fliegen ja gerade zum Rennen nach Italien. Und dann macht ja auch Dennis mit, der Bruder von Sturmwaffel. Und es ist vom Beruf Pilot. Und der sitzt hier vorne gerade. Seine Mutter ist auch noch mit dabei. So sieht das hier aus in diesem kleinen Privatjet. Alles super. Sehr gut. Wie lange fliegen wir noch? Wir fliegen nach Federico Fellini, noch 26 Minuten. Und ja, so kommen wir in ungefähr nur 1,5 Stunden bis an die Rennstrecke in Italien. Willkommen in Italien! War das cool, das war mein erster Flug in so einem Privatjet. Wird sogar am Ende von so einem Follow-Me-Auto Richtung abgeholt, der ihn dann sozusagen hier hinbringt. Diese Strecke hätte jetzt echt 14 Stunden mit dem Auto gedauert. Ist einfach mal kurz hochgehüpft, hier gelandet. Und jetzt sind wir hier. Und das Wetter ist hier dasselbe wie in Deutschland, 34 Grad. Wie war der Flug, Jill? Sehr gut, kann man mal wieder machen. Kann man sich dran gewöhnen, ne? Danke. Na, war gut? Super geil! Mega Hammer! Und was sagst du? Sehr entspannt, ja. Also ich fand echt, das Krasse war eigentlich beim Start, dass dann auf einmal wie so ein Elektro- oder wie so ein Tesla, wenn man sich vorstellt, ging es sozusagen los. Und dann war man in der Luft richtig schnell. Und dann war es echt, es war sogar gefühlt leiser als ein normaler Passagierjet. Katja und ich sind ja schon mit so kleinen Propellermaschinen geflogen in Afrika. Das war total anders. Ganz anders. Ganz anders, ja. Vielen Dank fürs Fliegen, ne? Gerne immer wieder. Sobald du dein eigenes Flugzeug kaufst, fliege ich dir gerne durch die Gegend. Was ist das jetzt? Keine Vögel drin ist. Das ist wirklich wie so ein Campingauto, was man jetzt alles machen muss. Jetzt kommt nochmal hier der Sonnenschutz drauf, damit es nicht zu warm wird. Und jetzt ist alles abgedichtet, dass es nicht zu warm wird hier drin. Von außen sieht das Flugzeug eigentlich voll groß aus, aber innen ist es dann für 6 Personen schon fast eng wieder. Immer noch sehr komfortabel auf jeden Fall, aber nicht so groß, wie man von außen denken wird. Jetzt Klappe rein. Klappe zu. Abschließen wahrscheinlich. Was für ein Flugzeug war das jetzt überhaupt? Ein Citation CJ2 genau. Plus? Hersteller Cessna Modell. Ja. Ah, okay. Und jetzt, wo alles fachgerecht abgestellt ist, geht es mit dem Taxi sozusagen direkt vom Flughafen runter. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Check-ins oder irgendwas gibt noch. So. Ansonsten fliegen hier so ein paar russische Ferienflieger hin und halt Privatjets jetzt, ja?
kommt man sozusagen ganz normal hier an. Dennis musste als Pilot einfach nur so ein paar Sachen kurz unterschreiben und jetzt sind wir in Italien. Ich war gerade noch Zoll, aber dann haben die von gerufen, nee, die sind Germania. Ja, dann wohl kein Zoll, die haben mal keine Pässe gecheckt oder irgendwas. Boah, ab zum Hotel ist noch 4 Minuten entfernt und die Rennstrecke ist auch nur 15 Minuten entfernt. Alles direkt hier. Bis auf die Temperaturen, wie entspannt kann es denn sein? Kati und Dennis holen gerade unseren Mietwagen. Wir fahren mit dem Taxi den ganzen Gepäck gerade schon mal zum Hotel, weil es halt direkt hier ist. Was für ein nices Zimmer, Leute. Lokomotive am Start hier, Weltkugel. Schönes Bett, riesig fett Love da drüber stehen. Dann haben wir noch ein Badezimmer. Und natürlich, Leute, raus geht es auch noch. Fenster, oh Gott, auf. Und Jacuzzi und Pool. Sehr schön. Also ich sage, erstmal hier runter. Das hat gut getan. Ich würde sagen, wenn wir morgen von der Rennstrecke wiederkommen, direkt das gleiche. Aber jetzt erstmal hier was kleines Essen. Das war der Nachtisch und das ist die Strecke, auf der wir morgen fahren. Misano World Circuit. Was ist deine Vorhersage fürs Wochenende? Besser als du. Alles klar, das ist eine Ansage. Sonst musst du laufen. Sonst werde ich nicht mit zurückgenommen. Ich dachte, das war, ich muss dich vorbeilassen und dann darf ich zurückfliegen. Ja. Alles klar. Wir schauen uns das morgen mal an. Die Strecke sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Die paar Stunden, die ich jetzt im Simulator geübt habe, haben auch Spaß gemacht. Deswegen. Ich hätte das auch schon. Selbstverständlich, du nicht? Nicht nötig, ne? Nicht nötig. Ich improvisiere wieder. Improvisiere. So wie beim Red Bull Ring in der ersten Kurve. Ja, aber da bin ich auch im Qualifying in meine besten Zeiten gefahren. Das stimmt. Ich kann nur unter Druck. Morgen ist aber erstmal Training und wenn noch dazu kommt, ist meine Mutter und noch mein Bruder alle mit dabei in Italien. Da werde ich, wenn es klappt, nachmittags wieder ein paar Taxifahrten machen, da werde ich noch mal ein paar Leute mitnehmen. Hm? Dich nehme ich auch mit. Ja, sehr gerne. Mal gucken, was Jillian dazu sagt. Benedikt nehme ich auch noch mit, euch beide natürlich auch nochmal. Du hast mit mir die zweitbeste Zeit gefahren. Eine bessere Zeit als mit Dennis alleine. Ja, das stimmt. Ja? Ich hatte schon genug Taxifahrten mit Mercedes heute. Nein, Quatsch. Ich bin sicher, ich bin jetzt gar nicht nur ins Portal. Ach ja, stimmt, das war das Portal. Ja, das Portal ging so schnell. Ja, alles, ja. Kommt gar nicht mehr mit. Ja. Leute, das war's für den heutigen Vlog. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen eben wieder hier aus Italien. Mach's gut, bis morgen. Ciao. Ich habe hier noch so ein Täschchen. Ich weiß nicht, das ist Drohne. Ah, gut zu wissen. Nach Münster, ey. Das ist klar.